Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ja, ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Sag mal, bist du hier zurückge... Psst, nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leute, man müsste auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was? Na, man tut, was man sieht. Wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Unsere Mutter brachte uns immer hierher. Super seltsam. Mom, warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein, es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet, ihr Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und manchmal, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Okay, hier ist der krumme Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am... Leider daneben. Kein Glück. Michael. De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Hallo, Herr Adler. Kinder, es ist Zeit. Wirklich gehen, Eddie? Nimm meine Hand, wenn du magst. Ich kann alleine gehen. Das geht schnell, okay? Danach essen wir was. Der Tag der Beerdigung. Ich erinnere mich kaum. Das ist vermutlich besser so. Ich glaube, keiner von uns ist scharf drauf, diese Geschehnisse erneut zu durchleben. Hey. Ich weiß, ich habe gesagt, wir müssen nicht an ihr Grab gehen. Aber es fühlt sich an, als wäre es das Richtige. Ja, genau. Moment, ist das der Baum, der bei uns Schieferriese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht Nals Borgley? Verpasste Gelegenheit. Ah, weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und mit Silo Green? Mensch, in meiner Erinnerung reicht er bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist.
zum Chaos der Geschichte verloren gehen. Was soll das heißen? Kein Plan. Michael wird's wissen. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Also, wie kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem... Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Und wie war dein Onkel so? Oh Mann. Wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Wie tippt man denn wie ein T-Rex? Naja, du knutscht fast die Tastatur. So, als hättest du kleine Babyarme. Wie ein T-Rex. Bleib wie du bist, Michael. Wie auch immer. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist oldschool, Klinket. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Wenn du einen neuen Vorkoster brauchst, sag Bescheid. Als ob du eine Wahl hättest. Ich werde definitiv während meiner Ausbildung euer Feedback brauchen. Na gut. Solange es nicht so abenteuerliches ist wie dieser Lachsnacht-Linket-Art mit Pfeffer und Safran. Das kann ich nicht versprechen. Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt besonders fürs Kochen. Hey, kann ich dich etwas über diesen Ort fragen? Ja, leg los. Was ist die Geschichte des Klinket-Denkmals? Möge das Andenken an unsere verstorbenen Angehörigen niemals im Chaos der Geschichte verloren gehen. Das war Onkel William. Im Chaos der Geschichte verloren gehen? Na, angenommen, du brauchst Platz für eine Schule oder eine Straße und scheißt auf Ethik. Kein Ding, einfach unsere Vorfahren ausbuddeln. Ist ständig passiert. Arschlöcher. Ja, Gott, ich meine, es passiert immer noch, aber nicht so oft. Das verdanken wir den Ältesten. Ich störe dich jetzt nicht länger. Falls du je neugierig wirst, ich bin hier. Bis später. Aber klar. Also, wie kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Ich dachte, ich überrasche dich. Hey, ihr wisst, dass ich euch hören kann, ja? Halt dir die Ohren zu, die Erwachsenen reden. Hey, ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken während mein... Wie läuft's? Bis später. Aber klar.
Hey, ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Allison, bitte. Ich gehe nicht hin. Allison, komm zurück. Tja, es sind noch... Ja, jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein, ist verflogen. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Ich lasse sie dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Allison. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown überwinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Ich bin bald zurück, okay? Versprochen. Chief Brown kümmert sich um dich. Alles wird gut, ganz sicher. Kinder? Es geht lang los. Es tut mir echt leid, dass ich so lange weg war. Ich war so sehr mit allem beschäftigt, dass... Du musst dich wirklich nicht erklären. Ich verstehe jetzt, was du durchgemacht hast. Wirst du mich jemals ausreden lassen? Irgendwann mal. Aber nicht heute. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe vergessen, wie schwer der Tod von Eddies Mom von Mary Ann war. Naja, wir waren erst vier, aber... Ja. Sie verlor eine ihrer einzigen Freundinnen. Sie hat immer gesagt, ohne Carol hätte sie nie ein Zuhause in Delos Crossing gefunden. Glaubst du, ihr Tod war der Anfang von Mary Ann's? Du weißt schon. Es hat sicher nicht geholfen, aber... Nein, das war Jahre später. Oh, hi. Hab euch nicht gesehen. Tut mir leid, wir wollten nicht zuhören. Das macht ja nichts. Hey, du bist das nette Mädchen aus dem Wecki-Laden. Allison, nicht? Ja. Und sie sind... Ihr Name beginnt mit K, richtig? Kendra. Keine Sorge. Du kannst dir ja schlecht von allen Besuchern die Namen merken. Und du bist dann... Ihr Bruder. Ich bin Tyler. Schön, dich kennenzulernen. Ich... Entschuldigung, aber... Was ist das für ein Dialekt? Georgia, da komme ich her. In Delos bin ich etwa seit 2 Jahren. Aus Georgia mitten in die Wildnis Alaskas? Wie ist das denn passiert? Tja, ich hatte nicht geplant, mehr als ein paar Monate zu bleiben. Wir kamen für die Hochseefischfangsaison, wie schon 2-mal davor. Mein Mann Meech wollte mich immer überreden, länger zu bleiben, aber ich wollte nicht. Doch dann haben wir ihn verloren. Hochseeunfall. Oh Gott, das tut mir so leid. Viel zu viele Familien haben hier jemanden so verloren. Ja, es muss sich etwas ändern. Jedenfalls bin ich jetzt hier mit meiner Tochter Jaina. Und ich
bring es nicht übers Herz zu packen und ihn hier ganz allein zu lassen. Wollen Sie zurück nach Georgia? Das ist die Frage der Fragen, was? Früher habe ich es hier nie gemocht. Zu kalt, zu still, wie eine eisige Wüste. Tausende Meilen von meiner Familie. Doch mittlerweile sehe ich es endlich so, wie Meech es tat. All diese Schönheit. Geht's Ihnen gut? Ja, ich wünschte nur, ich hätte ihn nicht verlieren müssen, um es zu verstehen. Ich verstehe nun, dass ich ihm eigentlich nur aus bloßer Sturheit getrotzt habe. Das muss hart sein. Ja. Lass dein Verständnis davon, wie die Welt ist, nie einen Keil zwischen dich und deine Liebsten treiben. So verschwendet man nur kostbare Lebenszeit. Werden Sie dann bleiben? Also, meine Mutter ist der Meinung, Jaina solle mit ihrer Familie aufwachsen. Und da hat sie vermutlich recht. Aber um ehrlich zu sein, ist die Stille hier Balsam für die Seele. Ich muss nicht darüber nachdenken, was 100 andere Menschen tun. Nur ich und mein Kind. Egal, wie ich es auch betrachte, es gibt keine eindeutige Wahl. Was glauben Sie, was Jaina möchte? Sie ist immer dort glücklich, wo ihre Spielsachen sind. Aber wenn ich denke, wie nah ich als Kind meinen Verwandten war, sie mag es vielleicht noch nicht begreifen, doch ihr entgeht etwas. Wisst ihr, vielleicht messe ich einer zufälligen Begegnung zu viel Wert bei, aber was denkt ihr darüber? Vielleicht könnten Sie ein wenig reisen. Sehen, was es sonst so gibt. Meech wollte immer mit mir nach Zypern. Wäre vielleicht schön, das zu erleben. Auch wenn ich es ohne ihn tue. Klingt, als hätten Sie nur gute Optionen. Ich glaube nicht, dass Sie sich über eine falsche Entscheidung sorgen müssen. Ich weiß das zu schätzen. Tja, wir müssen los. Ich hoffe, es klappt alles mit Ihnen und Ihrer Tochter. Wir sehen uns sicher, Kendra. Schönen Tag euch beiden. Sie ist hier schon irgendwie gestrandet. Ich weiß. Hi. Kein Glück. Nicht erst. Warum erinnere ich mich nicht? Wo ist sie? Allison. Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was ist zerbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du warst nicht auf dich allein gestellt. Kinder, ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herzlos genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich...
Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Es tut mir leid, dass ich euch im Laden nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, aber ich wollte nicht, dass ihr... Schluss mit den Entschuldigungen. Was war los mit ihr? Warum hast du dich gegen uns gewandt? Eure Mom kam immer nur gerade so über die Runden und hat im Lauf der Zeit viel guten Willen zerstört. Es wurde so schlimm, dass niemand sie einstellen wollte. Und dieser Stress hinterließ seine Spuren. Ich wollte helfen, doch sie stieß mich von sich fort. Sie stieß uns alle fort. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut, bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kensky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich... Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich hab nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Ich verstehe, dass Mary Ann keine Hilfe wollte. Aber es hätte eine bessere Lösung geben müssen. Besonders, wenn sie wirklich eine Krise hatte. Ja, du hast recht. Ich hätte einiges besser machen können. Viel besser. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Das muss seine Antwort sein. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Ich will keinen mehr verlieren. Und wenn wir Leuten nicht vergeben können, was bleibt uns verdammt nochmal übrig? Danke. Euch beiden. Kinder, ich habe die Geschichte eurer Mutter nie gekannt, aber sie war offensichtlich sehr schmerzhaft. Sie sagte immer, ihr beide wärt das einzige Glück gewesen, das sie je hatte. Ich will mich bemühen, ihr zu vergeben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Wenn ihr zwei morgen in der Stadt seid, kommt doch ins Café. Ich gebe was aus. Steht Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon. Das war wild, was? Aber hallo. Ich hatte sie schon aufgegeben. Aber manchmal ändern sich Menschen wohl doch. Ich weiß. Jetzt fühle ich mich wie der letzte Arsch. Tessa fühlt sich bestimmt genauso. Ja, der erste Tag zurück im Büro wird jetzt echt unangenehm. Oh, ich bin mir sicher, ihr beide schafft es nie, über diesen Tag zu reden. Ganz genau. Echt unangenehm.